Obwohl. Dass der Limit so groß ist, bin ich dran schuld? Ich hoffe nicht, das ergibt gar keinen Sinn. Weil eigentlich will ich ja dran schuld sein, weil das würde ja heißen, dass ich geil bin. Auf andere Art und Weise würde ja heißen, dass die Person, die einen dicken Limit hat, pervers ist. Und wenn ich das sehe und ihn darauf anspreche, würde ja heißen, dass ich auch... egal. Vergessen wir das. Bitte. Das ist ein Thema, wo ich mich nur selber outen kann. Entweder bin ich schwulfeindlich oder selber schwul. Ich bin weder das noch weder das andere. Mann! Ja. Mini-Checkpoint. Hä? Da! Hä? Ich kann hier nicht lang. Weil... ich hier irgendwie verbugge. Warte mal, ich connecte mal neu. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Okay. Das haben wir auch geschafft. Da soll ich hin? Das ist ein verdammt weiter... Warum sollte ich da hingehen? Ich verstehe den Sinn noch nicht, warum ich zurückgehen sollte. Der Mann auch hier sein kann. Mann, oh Mann. Der Sprung ist ja mal mehr behindert. Das ist ein verdammt weiter Sprung. Und wie viele Blöcke sind aus dem Weg? Eine ganze Menge. Ich glaube, ich mir so viel Bullshit, Leute. Oh, schon geschafft. Okay, nice. Dahin. Okay, war richtig. Ich war kurz verwirrt, wo ich hin muss. Warum ist da ein Fragezeichen? Ich finde es schön, dass sie mir manchmal so viele Tipps zu geben. Aber ich weiß schon selber Bescheid. Ich bin zwar noobig in Minecraft, aber so noobig, dass ich keine Ahnung habe, wie man springt, so noobig jetzt. Ja, genau. Wie lange geht denn das? Och, Mann. Mann, das sind richtig viele Sprünge. Die muss ich eigentlich von vorne machen, oder was? Warum war da ein Fragezeichen? Kann ich da hin? Aber es öffnen konnte ich jetzt nicht, ne? Na egal, machen wir nochmal. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir das schaffen. So, wir sind ja vorhin weit gekommen. Dann schaffen wir das easy nochmal dahin. Wenn wir das auf First Try schaffen, schaffen wir im Second Try. Ja, gut. Vielleicht sind wir ja auch...
jetzt gerade scheiße. Oh. Mann, oh Mann, ey. Beim nächsten Mal wieder actiongeladene Musik im Hintergrund packen, ne? Dann sind wir wieder so ein bisschen wilder unterwegs. Aber hier ist jetzt nichts, welche Tür aufkriege, ne? Ich verkacke immer denselben Sprung. Was ist das? Ach, Mann. Macht mir das Leben doch nicht so schwer. Das Leben ist schwer, ich weiß. Aber man muss es sich das ja nicht unnötig schwer machen. Oh Gott! Bitte! Lass mich das schaffen! Wenn ich mich nicht also scheiße anstellen würde, würde ich auch weiterkommen. Aber ja. Jetzt wieder der Sprung, den ich verkacken werde. Hui. Wir sind da, wir sind da. Okay, ich weiß wohin. Ich dürfe jetzt nur nicht verkacken. Nein! Alter, ist ärgerlich. Egal, nie vergessen, Leute. Wir sehen die Welt positiv. Wir müssen nicht alles von vorne machen. Aber hier sind behinderten Schuhe von vorne machen. Leider. Glaubt ihr, das ist ein Versteck, ein Geheimnis? Na, finden wir gleich heraus. Ach Gott, 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 Gott. Wieso werde ich eigentlich gerade so müde? Ich habe vorhin Kaffee getrunken. Was ist das? Was ist das? Fällt gerade was ein. In der Theorie könnte ich ja. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich muss auch chillen. Mein Gehirn darf gerade. Mein Gehirn darf gerade nicht springen. Soll ich mal die Adventure Map folgen über YouTube Stream vorher? Ja, das mache ich mal. Beim nächsten Mal. Nicht dieses Mal, aber beim nächsten Mal. Versprochen. Aber ich kündige sowas nicht an, ne? Also wenn ihr Bock habt, schaltet ein, wenn ich gerade live bin. Ansonsten, ja. Mal gucken, ob das... Och, komm. Auch Streamer funktioniert, denn ich habe jetzt nicht den besten PC und wahrscheinlich, werde ich Lags haben. Und, ihr wahrscheinlich auch.
Und wenn das der Fall sein wird, dann streame ich nicht. Aber nur wenn das der Fall wird. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Probieren geht über Studieren, sagt man ja, ne? Aber das kann man echt mal machen. Das geht sich echt mal aus. Da. Ich merke, meine Konzentration lässt nach. Beim First Try waren wir ja ganz gut. Und beim Second Try, ja. Beim dritten Mal sind wir auch untergefallen. Vierten Mal haben wir es gut geschafft, ne? Und jetzt lässt gerade meine Konzentration nach. Guck mal, ist viel länger. Mama, bitte! Fisch, Sardine, hört mir auf. Sonst fange ich an, die Fische aus dem Meer zu beleidigen. Koralle, ey. Mann, ich krieg das... Warte, können wir hier abkürzen? Dahin? Bevor ich jetzt wieder alles in Form mache. Oh ja. Das war ganz gut. Bleiben wir uns ein bisschen was vom Weg. Und da ist so eine Tür mit Fragezeichen. Was also bedeuten? Ist das aber nur ein Nutz, ey, dass es kein Checkpoint ist? Oder... Mann, was will das überhaupt mit dem Fragezeichen? Was soll das bedeuten? Was meinst du eigentlich, wer du bist? Boah. So, und weiter geht's. Und auf den Block. Und... Nee, was muss ich keinen Bock zu? Blö. Ja, das kann man hören. Das lässt sich hören. Da geht's weiter. Ja! 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 Nein. Ja! Nein! Ja! 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 Wir haben es geschafft. Was sieht aber jetzt? Please go in here. Ach ja, erstmal Checkpoint öffnen, jetzt geht's hier. In die nächste Challenge. Wir haben sowas 3 geschafft. Das geht in die Lapis Area. Ach ja, hier. Remember Rule 6. Was ist denn Rule 6, ey? Und was sind Lapis Blöcke bitte schon für Blöcke? Aber wisst ihr was, wenn ich so Adventure Games gerade so spiele, muss ich manchmal an so alte Zeiten zurückdenken. So damals Minecraft, so wo das Ganze in war, wo gerade die Adventure Games angefangen haben mit Pete Smith und mit allen. Die Ära hat damit begonnen.
Und war schon nice, Leute. Weil ich hatte damals, wie alt war ich denn da? 13, darf ich nicht lügen, wäre sogar 12? Dann habe ich immer mit dem alten Dominik, was heißt alt, der ist noch jung, aber ja, Dominik der alte Hase, wir haben immer so Micro Adventures gezockt mit Magma-Typ zusammen, der, wie hieß denn der nochmal? Lass mich nicht totschlagen, wie hieß der Lappen? Also wir haben übrigens zu denen keinen Kontakt mehr, deswegen weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, der hieß Ingen Magma-Tube, hat einen Donald Duck gehabt und... ja, wie hieß er nochmal, wenn ich das mal wüsste? Es liegt mir auf der Zunge. Ich weiß nur ungefähr wie, aber ich überlege gerade. Lasst mich überlegen, Leute. Das fällt mir jetzt eh gleich wieder spontan ein. Aber wahrscheinlich spontan halt, wenn ich, wenn wir über was reden, wo es gerade nicht zupasst, so dass ich es so einbringe, dass es kein Mensch versteht, was ich mit denen da meine. Auf jeden Fall, hier ist MagmaTube. Und. Er war ein Türke. Das wusste ich auch noch. Das war ein Leck. Hat geruckelt, Leute. Oh, das ist ein schönes Thumbnail. Und nach oben. Ja, genau, wie viele Sprünge sind denn das? Das sind eine ganze Menge. Ach ja. Mann, oh Mann. So, dahin. Ja, super, wir kommen super durch, das geht auch wie Butter. Butter in der Fotze deiner Mama. Wieso darf ich nicht dahin? Ach so. Von hier, ach, von hier gehen wir rein. Okay. Nice, nice. Level 47. Boah, wir müssen versuchen, da jetzt irgendwie hinzukommen. Ich versuche jetzt einfach mal so zu jumpen. Aber ich glaube, das wäre blöd. Wie waren 5 Grad aus, lieber? Oh. Nice. Dahin? Sieht mir wenig so aus. Das läuft doch bisher ganz gut. Tja, genau, wenn wir jetzt hier runterfallen, alles von vorne machen, oder wie ist das? Nice Job! Okay, so gefällt's mir. So, bisher sieht alles ganz nice aus. Oh, da war ein Block im Weg. Wusste ich nicht. Schich, Sku. So, den übersehen wir jetzt nicht. Aber wir schaffen den Sprung ja eh nicht. Also daher ist es ja irrelevant. Aber wenn wir jetzt alleine zocken, da ein weiterer Vorteil ist ja auch, dass wir schneller durchkommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass manche Leute mit mir springen, vielleicht nur sich noch ein bisschen dumm anstellen und noch schlechter als ich es bin, sind und da muss man ja natürlich auf die warten, weil Vorjumpen bin ich nicht so der Fan von. Falls das Wort Vorjumpen der richtige Begriff dafür ist. Aber er hört sich bei mir... Ich hoffe, wir müssen dahin. Okay, scheint richtig gewesen zu sein.
Oh. Dahin? Okay, dahin. Music, nee, nimm mal gleich mal den mit dir. Ich sammle die nämlich. Ihr wisst ja Bescheid. Ach, fuck die fuck fuck Nudel. Aber wisst ihr was? Hier mache ich dann ab der nächsten Folge weiter. Also hier gehen wir hier, so alles schön aussieht. Oh, was haben wir hier? Hier können wir anscheinend chillen und sitzen. Na egal, Sitzmöglichkeiten gibt es hier anscheinend auch. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, ihr drei. Bis zum nächsten Mal. Euer Orios. Bleibt dran und ciao, ciao.